Eine weitere Comic-Con und diesmal in New York und natürlich war AMC mit The Walking Dead auch da wieder am Start. Und ja, auch hier bekommen wir wieder zwei, drei kleine Informationen über die Zukunft von The Walking Dead und die wird es in einem kleinen, kurzen, knackigen Video heute hier für euch geben. Wenn euch das also alles interessiert, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Genau, eigentlich sollte jetzt erstmal die Review zu Daryl Dixon Folge 3 kommen, die kommt aber morgen, also am Sonntag. Keine Sorge, die kommt auf jeden Fall. Aber ich dachte, das packe ich lieber mal dazwischen. Es sind nämlich zwei, drei kleine interessantere Punkte, die ich hier ansprechen wollte. Also die New Yorker Comic Con, ja, da wurden uns ein paar Informationen gegeben. Nichts großartig Heftiges, aber eine Sache, über die ich auf jeden Fall mal ganz kurz ausschweifend reden möchte. Zum einen haben wir das feste Release-Datum bzw. den festen Release-Zeitraum für Dead City Staffel 2 bekommen. Das wird definitiv Frühjahr 2025 sein. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, aber Frühjahr ist ja nicht so weit entfernt mehr, würde ich sagen. Neben dieser Information haben wir auch direkt wieder mal einen wunderschönen, grandiosen Teaser-Trailer bekommen. 30 Sekunden oder ein bisschen kürzer, irgendwie so um den Dreh. Ich werde ihn jetzt mal hier kurz einblenden, laufen lassen und dann reden wir mal kurz über zwei, drei Dinge, die hier ganz cool waren, die hier sehr interessant waren und die uns auch zeigen, dass ja, Daryl Dixon nicht die einzige Spin-off-Serie ist, die wunderschön aussehen kann. Aber erstmal hier der Teaser-Trailer. Why do you want to go back? After everything that happened, why all of a sudden do you want to bring back Manhattan? Thank you all for coming. I guess you're in for a bit of a shock. You see, power equals power. Ja, war das nicht ein wunderschönes Ding? Natürlich, es wurde uns wieder nicht wirklich viel verraten oder viel gezeigt, was ich eigentlich gar nicht verkehrt finde. Aber wir haben hier wieder mal einen kleinen Einblick auf Dead City bekommen. Wir sehen Maggie in einem, ich nenne es mal, eher gechillteren Design, was für mich eher so darauf hindeutet, dass das irgendwie ziemlich am Anfang ist, weil sie da irgendwie so unausgerüstet aussieht, sage ich mal. Wir bekommen Negan wieder mal mit Lucille, ich nenne es einfach mal Fake Lucille, auf seinem mehr oder weniger Thron, beziehungsweise in seinem neuen Zuhause, nenne ich es mal, in seinem neuen Sanctuary. Und ja, es gibt definitiv wieder Oldschool Negan-Vibes. Das ist, müssen wir nicht drüber sprechen, das ist der OG Negan. Wir sehen ein bisschen was von Crowd, wir sehen ein bisschen was von dieser einen Boss-Lady, ich weiß nicht, wie sie heißt, sorry an der Stelle. Wir sehen was von dem neuen Gegner, wir sehen teilweise ein bisschen Action, wir sehen wieder mal interessante Zombies, die selbst gebastelt wurden, nenne ich es mal. Und am Ende sehen wir eine wunderschöne cinematische Aufnahme. Nicht nur am Ende, allgemein sind sehr, sehr viele Weitwinkel oder große Aufnahmen, die wirklich wunderschön sind. Ich habe ja im ersten Teaser-Trailer gesagt, mir gefällt es nicht so sehr, dieses Runtergekommene in der Stadt als CGI, aber wir bekommen hier wirklich wunderschöne Bilder. Und eins davon bekommen wir ganz am Ende und das ist eigentlich nahezu das Schönste und auch das Interessanteste. Wir sehen eine dunkle Stadt, eine dunkle Straße in New York, in Manhattan. Wir sehen auf einmal, wie das Licht angeht. Die Straßenlaternen, Ampeln funktionieren wie ein Radiosender, glaube ich, der komplett mit LEDs beleuchtet ist. Wir sehen in verschiedensten Häusern und Wohnungen Lichter, die angehen und wir sehen dann ein Auto, was daherfährt. Ja, einige werden sich jetzt denken, wie können die Strom haben? Ja gut, The Crowd hat ja mit seinen komischen Experimenten mit den Walkern in diesen Fässern und Methan oder was es war, hat er ja schon gezeigt, es ist funktioniert, Strom zu erzeugen oder Energie zu erzeugen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was sie daraus wirklich machen. Weil in meinen Augen ist so dieses Lichtangehen in den Häusern, zeigt ja einfach nur, dass da Leute in den Häusern und so gestorben sind, bevor das Licht halt ausgegangen ist. Sprich, es könnten sehr viele Zombies wachgerüttelt werden, was ich auch sehr, sehr cool finde. Ich hoffe wirklich, dass es in so eine Richtung geht, dass wir da viele Nachtszenen bekommen, die aber halt hell beleuchtet sind durch halt Times Square Licht. Das wäre soweit alles zu Dead City. Dann haben wir noch eine kleine Info zu Daryl Dixon Staffel 3, denn hier wurde jetzt der offizielle Name gedroppt und ja, die Serie wird heißen Daryl Dixon. Ja, ist nicht spektakuläres, aber das ist eigentlich was Gutes, denn es wurden anscheinend die Kritik von uns Fans, dass die Serie im Titel The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol ziemlich lang ist. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, einfach stumpf bei Daryl Dixon zu bleiben. Ist eine kleine Info, bringt uns jetzt nicht wirklich was, was uns zeigt, was da passiert, aber hey, sind wir mal zufrieden, dass sie ein bisschen Kritik angenommen haben. Ne? Muss man ja auch mal unterschreiben. Und jetzt kommen wir kurz zu den größeren News oder zu der einen großen News, die ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar wurden weitere Spin-Offs angekündigt. Ja, ich denke, einige werden jetzt denken, oh mein Gott, bitte kann das nicht endlich mal aufhören? Und die anderen werden denken, endlich, es geht weiter und wir sind noch lange nicht am Ende. Und ich stehe halt genau mittendrin, denn ich bin irgendwie der Meinung, es könnte geil werden, geile neue Spin-Offs. Es könnte aber auch einfach mal wirklich Zeit werden, ein Ende in The Walking Dead zu machen. Zumindest der Hauptserie nach. Also
der Haupt-Arc, der sich um Rick, Daryl, Michonne und alle die, wie die halt jetzt aus der Walking Dead Hauptserie und auch Fear the Walking Dead kennen, das könnte man langsam mal zu Ende bringen. Einfach deren Geschichte zu Ende erzählen und dann neue Geschichten erzählen. Ich weiß, das wird AMC echt schwer fallen, aber es wird halt auch mal Zeit. Natürlich sind das alles Fanlieblinge und wenn man die verliert, gehen auch die Einschaltquoten runter. Man muss da realistisch bleiben. Nichtsdestotrotz wurde gesagt, bezüglich dieser Spin-Offs, die schon in Planung mehr oder weniger sind, also es wird Informationen oder Ideen gesammelt. Es wird gesagt, oder man geht jetzt davon aus, dass es welche geben wird mit Leuten, die wir nicht kennen und Leute, die wir schon lieben, kennen und ewig schon mit uns führen. Ob das jetzt alles aufgesplittet wird auf einen Spin-Off zum Beispiel, was halt mit Leuten ist, die wir nicht kennen und ein Spin-Off, was mit Leuten ist, die wir kennen, oder ob das alles in einem Spin-Off ist mit alten und neuen Leuten, das ist jetzt nicht so dabei rausgekommen. Es wurde aber gesagt, dass das Spin-Off mit den neuen Charakteren oder dass das halt sehr viel weirder wird, also irgendwas Komisches, also anders irgendwie. Und da habe ich dann direkt zwei Theorien. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass sie was Neues probieren wollen mit neuen Leuten. Ist der erste Gedanke, der in den Kopf schießen sollte bei allen, dieses Comedy-Projekt, was sie ja mal spaßeshalber mehr oder weniger angekündigt haben. Es sollte ja mal was geben in Richtung The Walking Dead Comedy. Also irgendeine funny Serie. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Wenn es geil ist, machen sie es, sollen sie es machen. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Aber ich weiß nicht, wie man es umsetzen soll. Sehen wir einfach mal, wie es wird. Ich sag mal, und täglich grüßt das Murmeltier-Folge von Tales of the Walking Dead hat es ja auch geklappt, ein bisschen Comedy unterzubringen. Ich bin gespannt, wenn es so ist. Ist natürlich jetzt noch nicht bestätigt. Meine zweite Theorie dazu wäre, dass wir weitere Spin-Offs bekommen in der Hinsicht auf Tales of the Walking Dead. Dass wir einfach eine neue Staffel Tales bekommen, die ja auch mehr oder weniger geplant ist. Aber das wäre ja auch kein neues Spin-Off. Deswegen ist das so die Frage, ob man das als neues Spin-Off oder ein weiteres Spin-Off kategorisiert. Aber da ging es halt auch wieder um neue Charaktere. Charaktere, die wir nicht kennen. Charaktere, die gar nicht zur Story bis jetzt beigetragen haben. Ich wäre ultimativ Fan davon, wenn wir mehr Tales bekommen. Das habe ich schon immer gesagt. Der Grundansatz von Tales ist die Zukunft von The Walking Dead. So könnten sie es ewig weiterspinnen, ohne Charaktere kaputt zu machen, die wir lieben. Die ganze Zeit scheint die scheiß Sonne nicht, ne? Die ganze Zeit. Aber um was für Spin-Off soll es denn dann gehen mit den Leuten, die wir kennen, also Charaktere, die wir kennen und lieben? Das wäre eine sehr, sehr gute Frage und da habe ich auch theoretisch eine Idee zu. Und zwar könnte es hier wirklich zum großen, finalen Spin-Off kommen. Die große Zusammenführung aus vier Hauptserien The Walking Dead, World Beyond, allen möglichen Spin-Offs und alles Mögliche und das läuft dann in einem großen Spin-Off zusammen. Und dann gibt es ein großes Finale, einen großen finalen Kampf und dann hätten wir das Ende dieses Haupt-Story-Arcs von The Walking Dead. Und hätten ein Ende für diese Geschichte. Wo danach dann halt mit den weiteren Spin-Offs wie Tales oder anderen Random-Charakteren die Geschichte von The Walking Dead, von der Welt von The Walking Dead, weitergeführt wird. Ja, und was ist meine grundlegende Meinung dazu? Ja, also ich find's halt wirklich, wie gesagt, ziemlich geil, dass es neue Spin-Offs gibt. Aber ich denke mir auch, es muss langsam mal was Neues und Frisches hin. Ich kann mir zwar Daryl und Rick immer und immer wieder angucken, aber erstens, die Schauspieler werden auch nicht mehr jünger. Zweitens, die Kinderschauspieler, mit denen man ein großes Comeback feiern könnte, werden auch nicht mehr jünger. Und drittens, man will auch einfach mal frischen Wind haben. Ich bin ganz ehrlich, natürlich steht und fällt The Walking Dead mit den Charakteren. Ne? Und wenn ein Rick nicht da ist, fühlt es sich komisch an. Nichtsdestotrotz ist die Welt von The Walking Dead nicht auf Rick und Daryl eingesperrt. Heißt, man könnte hier so viel Potenzial rausholen. Und wenn sie das wirklich machen, dann bin ich der Meinung, kann das auch endlos weitergehen. Gibt mir The Walking Dead in verschiedenen Ländern. Gibt mir The Walking Dead mit verschiedenen Leuten. Gibt mir The Walking Dead zu verschiedensten Zeitpunkten. Ganz frisch beim Outbreak, ganz am Ende der Menschheit, sage ich mal, der menschlichen Zivilisation, zeigt uns einfach diese Welt. Das ist, glaube ich, das, was wirklich viele, viele Fans eigentlich wollen. Die Charaktere sind zwar wichtig, aber zeigt uns einfach alles Mögliche in der Welt von The Walking Dead. Wäre so meine Hoffnung. Und ich denke, das unterschreibt meine Meinung so ein bisschen, dass ich mich eigentlich schon freue, dass es neue Spin-Offs gibt, aber auch irgendwie denke, bitte bringt aber doch erstmal ein Ende. Wir sind jetzt schon im dritten, vierten Spin-Off, was uns nichts bringt bis jetzt. Es hat noch kein großes Ende stattgefunden, außer bei The Ones Who Live. Und da gibt es jetzt auch schon mehr oder weniger offiziell fast schon eine zweite Staffel, die geplant ist. Ergo ist da auch wieder kein Ende in Sicht. Ich möchte mal ein abgeschlossenes Ende für diese Story, die wir kennen, um die Rick Grimes Story. Einfach da mal eine Geschichte zu Ende erzählen. Wäre mir wichtig. Ja, und das waren so größtenteils die News. Nichts großartig Interessantes, aber mit den Spin-Offs und dem Trailer ist natürlich schon wieder viel, viel gedroppt worden, was Redebedarf hat. Und deswegen seid jetzt ihr an der Stelle wieder gefragt. Schreibt mir gerne eure Meinung, sowohl zu dem Teaser-Trailer zu Dead City, als auch zu der Ankündigung, dass es weitere neue Spin-Offs gibt. Ich denke, viele hier in den Kommentaren werden ähnlicher Meinung sein wie ich, aber wie gesagt, schreibt es gerne rein.
Ich bin gespannt, ob wir hier wirklich Leute haben, die sagen, nein, nein, es muss Rick und Daryl dabei sein, so ungefähr. Oder die sagen, nee, scheiß drauf, die Charaktere, einfach eine geile Geschichte in dieser Welt. Schreibt es gerne in die Kommentare. So, und damit ihr auf morgen das Video Daryl Dixon Folge 3 Review Kritik vorbereitet seid, werde ich jetzt hier die Playlist zu, oder beziehungsweise die Videos zu Daryl Dixon Staffel 2, meinen Reviews und meiner Kritik verlinken. Und auch für Daryl Dixon Staffel 1 das Video werde ich an der Stelle mal verlinken. Checkt es gerne aus. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch diese Videos dann gefallen, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt will ich das Video nicht noch länger strecken, als es sowieso schon ist. Wird wahrscheinlich sehr kurz sein, aber egal. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.